Die Verantwortung ist mir selbst bewusst und ich kann nur in dem Maße handeln und machen und tun, wie es möglich ist. Und ich kann dir, weißt du, ich kann dir nicht sagen, wie es dann sein wird, wenn etwas wirklich passiert. Und dann ist er vielleicht erkrankt und dann auch noch vielleicht durch mich. Wir sprechen so viel über Corona. Wir sprechen so viel darüber, wie, was man tut gegen die Langeweile, wie man lernen kann im Abi-Stress trotz Corona, was man eigentlich mal zocken sollte ganz dringend. Und was wir so ein bisschen vergessen bei der ganzen Angelegenheit ist, dass es ja um eine krasse Krankheit geht, die vielleicht nicht so schlimm ist für junge Menschen, die keine Vorerkrankungen haben, vielleicht, aber auf jeden Fall ziemlich fies werden kann für Menschen, die älter sind, die Vorerkrankungen haben. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Und damit wir das nicht vergessen und darüber vielleicht mal sprechen, spreche ich jetzt mit Jonas von den Datteltätern, weil der macht sich Sorgen. Hi, Jonas. Hi. Bei dir ist die Situation ja folgende, dass dein Vater voll zur zur Risikogruppe gehört, ne? Ja, absolut. Der hat halt, genau, mein Vater ist nicht nur, er ist einfach sehr alt, er ist ja mittlerweile schon 83 Jahre alt und hat schon Vorerkrankungen, also er hat Diabetes, er hat Bluthochdruck und er hat über 50 Jahre lang geraucht. Er hat zwar mittlerweile aufgehört, schon seit längerem, aber das heilt ja auch nicht so von heute auf morgen aus. Genau, ja. Also wenn er sich infizieren würde, dann wäre es schon maximal schlecht. Wäre ungünstig. Ich hoffe, es passiert nicht, ja. Ja, und wie geht ihr jetzt damit um? Also hast du deinen Vater komplett einkaserniert? Ist der in Quarantäne gesetzt worden? Darf der nicht mehr raus? Trifft der niemanden? Wie habt ihr das gelöst? Ja, es ist halt lustig, ne, so wie sich die Rollen dann irgendwie, die Rollenverteilung so ein bisschen umdreht, so als Kind hat er mir es verboten und jetzt verbiete ich ihn das so quasi. Er ist aber schon länger sowieso eher, also er kann nicht mehr Auto fahren, das ist für ihn sowieso nicht mehr möglich. Das heißt, er kann sich jetzt auch gar nicht so viel bewegen und wenn er also zum Beispiel zum Arzt gehen muss, musste ich ihn auch immer fahren. Das heißt, was er macht, ist dann mal vor die Tür gehen, um seine Beine, also die Beine zu vertreten. Das war's dann auch. Aber die meiste Zeit wirklich, also ich habe den auch beide drum gebeten, sowohl meine Mutter als auch mein Vater, dass die ab sofort nur noch zu Hause bleiben. Und wenn sie was brauchen, dann rufen sie mich an und ich erledige den Einkauf oder sonstiges halt. Meine Mutter muss zum Beispiel auch ab und zu zum Arzt. Genau, da fahre ich die dann hin. Du hast eben schon diese vertauschten Rollen angesprochen. Das ist ja wirklich ein spannendes Phänomen momentan. Auch ich habe das an mir bemerkt. Und bei mir war es so, dass die Menschen in meinem näheren Umfeld, wo ich gesagt habe, Leute, jetzt haltet mal die Beine flach, ich gehe für euch einkaufen, dass die am Anfang gar nicht mal so cool darauf reagiert haben. Die waren tatsächlich, das war für die auch schwer zu akzeptieren, dass ich jetzt daherkomme und denen Ansagen mache und sage, aus die Maus. Wie war das bei euch? Bei meinen Eltern ist, also ich glaube, die haben es, als ich das erste Mal angesprochen habe, sie haben jetzt nicht das völlig abgelehnt, aber sie haben es noch so ein bisschen mit, ja, okay, gut, man muss ja jetzt nicht super übertreiben, das war aber vor 2 Wochen noch, hat sich relativ schnell geändert, sie haben gar nicht widersprochen, muss ich sagen, meine Mutter, also mein Vater, die halten sich nicht unbedingt immer dann an alles, also wenn ich denen so sage, kommt bitte nicht runter, bleibt bitte oben, ich komme zu euch. Die wohnen bei dem Haus, das muss man auch an dieser Stelle sagen, ihr wohnt in so einem quasi Mehrgenerationenhaus, in unterschiedlichen Wohnungen, Richtig, die wohnen über mir. Ich habe die Wohnung und darunter und da bin ich auch alleine. Und mein Bruder zum Beispiel, der wohnt auch in dem Haus, aber der wohnt ganz oben und der muss eigentlich immer da durch. So, ne? Und mittlerweile halten sie sich dran, aber am Anfang, da hatten sie natürlich erstmal so ihre Probleme, weil sie, ich will doch nur das machen und ich will doch nur ganz kurz und... Naja, aber den Ernst der Lage, das ist denen schon bewusst geworden. Und da ist es jetzt auch nicht das Problem. Ja. Du hast gerade angesprochen, so neue Wege finden. Gibt es in eurem Zusammenleben irgendwie neue Wege? Wie redest du jetzt nur noch über einen Türspion mit ihnen oder skypt ihr miteinander, obwohl ihr direkt ober- bzw. untereinander lebt? Oder wie löst ihr das? Dass ihr euch wahrscheinlich, also ich nehme jetzt nicht an, dass du zu denen in die Wohnung läufst und die normal umarmst und alles, ne? Nee, das mache ich nicht mehr, aber lustigerweise, meine Mutter ruft mich dann an, so, aber das hat sie schon vorher immer gemacht, als ich dann nicht runterkommen wollte. Aber genau, also ich versuche den Kontakt so weit es geht zu vermeiden. Zum Beispiel hatte ich eigentlich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mache ich mir einen Kaffee und da bin ich immer hoch zu meinen Eltern. Und wenn die dann Frühstück gemacht haben, dann habe ich entweder mitgegessen oder ich wollte einfach
das war mir so wichtig. Ich bin dann hochgegangen und das war auch immer meistens der einzige Moment, wo ich sie dann auch gesehen habe. Aber den wollte ich mir nicht rauben lassen. So, und da gehe ich immer hoch, trinke den Kaffee, sitze dann so 20 Minuten mit denen. Manchmal schlafen die noch, manchmal nicht, aber ich bin auf jeden Fall oben. Und dann gehe ich wieder runter. Und jetzt ist es so, dass ich all das, was ich oben, also die Kaffeemaschine und sowas, habe ich nicht gekauft für mich, weil ich, ne? Aber jetzt habe ich sie mir gekauft. Das heißt, ich habe alles unten jetzt und verzichte darauf möglichst. Ne? Ja. Genau. Also da hat sich schon was verändert, aber im Großen und ja, kleiner. Es gibt keine Umarmung. Ja. Ich halte den Abstand auch zu meinen Eltern. Das heißt, wenn ich zu denen in den Raum gehe, versuche ich nur an der Türschwelle zu bleiben und spreche da so durch. Es gibt aber hier und da Momente, wo man auch dann wieder etwas vielleicht zu nah dran ist. Das gibt's auch. Also das ist manchmal auch unvermeidbar. Ein Stück weit, aber geachtet wird drauf. Und hast du den Eindruck, dass du mehr drauf achtest als sie selbst? Ja, definitiv. Also meine Mutter zum Beispiel, also selbst der jetzt zum Beispiel, wenn sie mir zu nahe kommt oder sowas, das, ich muss es ihr dann sagen, Abstand. Das ist für meine Mutter natürlich auch gerade in der arabischen, muslimischen Kultur etwas erstmal so, ne, so, also dass man das erstmal erklären muss. Ja. Aber sie macht es, also sie versteht, sie nimmt es mit Humor. Ich finde, was total krasses in diesen Zeiten ist, dass man sich zum ersten Mal bewusst wird, was ja bei einer Grippe zum Beispiel nicht anders ist. Wenn ich mich als gesunder junger Mensch mit der Grippe anstecke und jemanden infiziere, der gesundheitlich nicht so auf dem Stand ist, dann könnte das für den richtig scheiße laufen und am Ende bin ich ja dann quasi verantwortlich. Und das ist ja jetzt bei Corona irgendwie noch ein krasseres Thema, vor allem, weil es die eigene Familie betrifft jetzt in deinem Fall. Also wie fühlt sich das für dich an, dass du potenziell eine richtige Gefahr für deine eigenen Eltern bedeuten kannst? Es schwingt halt mit. Ne? Also gerade wenn man schon sich dazu entscheidet, bitte bleib oben, weil es könnte an mir auch liegen, ist das etwas schon, das kann schon belastend sein. Aber es ist ja letztlich so, wir die Vorkehrung, die du treffen kannst, mehr kannst du nicht tun. Das heißt, hier geht es nicht um eine Schuldzuweisung und die darfst du dir selbst nicht geben. So. Also es wäre was anderes, wenn ich oder wenn es immer noch die Möglichkeit gäbe, in den Club zu rennen oder irgendwie auf in Stadien zu rennen oder hier. Also ne, dann ist es verantwortungslos. So, ne? Aber die Verantwortung ist mir selbst bewusst und ich kann nur in dem Maße handeln und machen und tun, wie es möglich ist. Und ich kann dir, weißt du, ich kann dir nicht sagen, wie es dann sein wird, wenn etwas wirklich passiert. Und dann ist er vielleicht erkrankt und dann auch noch vielleicht durch mich. Also das weiß man ja auch alles nicht. Mhm. Aber das Letzte, was man tun, das ist ja mal einfach gesagt, das Letzte, was man tun sollte, ist, sich selbst die Schuld zu geben. Ich bin nicht schuld an diesem Virus. Ja. Ich bin nicht schuld an diesen Sachen. Das ist auch etwas, auch wie du schon selber gesagt hast, es gibt ja auch die ganz normale Grippewelle und da steckt man sich untereinander an. Das ist ja keine Schuldfrage so, ne? Mhm. Und das muss man im Kopf, soweit es geht, tatsächlich, das darf, also die Frage darfst du dir nicht, also tu dir das nicht an. So. Wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich ist es wichtig, sich selbst nicht zu sehr zu maßregeln von vornherein und sich da irgendeine Schuldfrage zu stellen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich der Verantwortung an dieser Stelle bewusst zu sein. Absolut. Weil klar kann man jetzt nicht so in Clubs gehen momentan, aber man kann zum Beispiel seltener als vorher in Supermärkte laufen und sich Chips kaufen. Richtig. Weil das natürlich auch absolutes Gefahrengebiet auf eine Art ist, so sehr wir sie an anderer Stelle irgendwie momentan auslöschen. Genau. Also wahrscheinlich ist das halt wichtig, ne? Sich schon klar zu werden, ich könnte diese Gefahr bedeuten für meine Eltern, für meine Großeltern natürlich auch. Vielleicht sogar in der Regel mehr noch als die Eltern, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind hier und da. Aber ja, wie du sagst, Schuld ist wahrscheinlich, das löst auch nichts Gutes aus. Nee, überhaupt nicht. Und es bringt ja auch am Ende nichts. Also, was hast du von der Frage, wenn du die beantwortet hast? Ja, ich bin schuld und dann? So, was denn? So, also, auch was du gerade gesagt hast mit dem Einkaufen, das war auch so eine Sache, wo meine Mutter so ein bisschen Probleme hatte, weil sie normalerweise mich jeden zweiten Tag anruft und mir fehlt noch das und das und das. Und ich habe sie so gebeten, pass auf, schreib mir das auf eine Liste. Ich versuche einmal bis maximal zweimal die Woche einkaufen zu gehen und das Risiko zu minimieren. Das ist noch ein bisschen schwer, aber ich glaube auch, das versteht sie mir. Hast du denen inzwischen schon irgendwie so technischen Support gegeben? Sind die jetzt, die Digitalisierung schreitet ja bei den älteren Generationen gerade massiv voran, weil alle irgendwie alte, ausgesonderte iPads und sowas bekommen. Wie ist das bei dir? Sind deine Eltern eh schon drin im Cyberspace oder gibst du denen jetzt Nachhilfe?
Es ist ja lustig, weil ich glaube, vor einem Jahr hat mein Vater YouTube für sich entdeckt. Und dann hat er auch, glaube ich, irgendwann mal einen von unseren Videos gesehen. Also er wusste ja nicht, was ich mache, so richtig. Ja. So, ne? Und das haben sie schon für sich entdeckt. Sie telefonieren, wir haben ja noch Verwandtschaft in Syrien, wir haben Verwandtschaft auch in Palästina, in Jordanien etc. verteilt. Und da telefonieren sie natürlich tagtäglich. Also das ist nicht eine Kommunikation. Also das Handy und FaceTime oder WhatsApp und sowas, das sind ja Kommunikationsmittel, die kennen meine Eltern sowieso schon, eben weil sie das schon sehr lange benutzen, eben um mit der Verwandtschaft in Kontakt zu bleiben. Es ist nichts Neues. Aber sie lernen, ob sie jetzt gerade dazugelernt haben, das weiß ich nicht. Ich glaube, die benutzen immer noch das, was sie schon eigentlich vorher genommen haben. Ja. Du wirkst jetzt, obwohl diese Sache mit deinem Vater, aber auch deinen Eltern im Allgemeinen so ein bisschen brenzlig zu sein scheint, relativ entspannt noch, relativ gelassen. Gibt's irgendwas, was dich so gelassen werden lässt? Also hast du irgendwas, was dir die nötige Gelassenheit gibt, um nicht durchzudrehen? Das hat ein bisschen, das ist manchmal nicht einfach, auch wenn ich manchmal so ruhig wirke oder so gelassen wirke, ist es schon eine gewisse Unruhe da. Aber eben, was ich auch vorhin schon meinte, das Akzeptieren der Situation, ich kann es nicht ändern. Also wenn du eine Situation selbst nicht ändern kannst, was willst du denn machen? So, das heißt, du musst diese erstmal akzeptieren und dann von dort aus, weitermachen halt. Ne? Also ich glaube, in meinem Kopf hat es dann irgendwann Klick gemacht, überhaupt immer diesen Schritt zu gehen, okay, das ist jetzt gerade, ich mag das gerade nicht, was hier gerade passiert, aber es ist so, ich kann es nicht ändern und deswegen akzeptiere ich die Situation. Und das ist bei mir so erstmal so ein, das nimmt erstmal sowas raus. Ne? Und von dort aus arbeite ich mich dann weiter, weil die Alternative bedeutet, zu Hause liegen bleiben, aufgeben, ich hasse die Welt, ich hasse mein Leben. So, und das will ich nicht. Also, und es ist kein Weltuntergang. So, und ich würde es erstmal darauf münzen. Da hole ich zumindest die Kraft. Und vor allem aber auch ganz wichtig, David, vielleicht bin ich da, natürlich spreche ich aus einer etwas privilegierteren Position heraus, ich habe noch Arbeit. So, und ich kann noch meine Miete zahlen und so weiter. Und ich möchte mich da nicht erheben. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die mich noch zusätzlich beruhigt. Ja, total. Younes, dann drücke ich dir die Daumen, dass das auch weiter so läuft und dass es mit deiner Familie alles am Ende gut ausgeht und sich deine Eltern brav zu Hause aufhalten und nicht anstecken und du bald deine Kaffeemaschine wieder verkaufen kannst und bei deinen Eltern Kaffee trinken kannst. Dankeschön, wünsche ich euch auch. Bis bald, vielen Dank. Bis bald, ciao, ciao. Risikogruppe, das haben wir schon gelernt, bedeutet ja aber nicht nur alte Leute, sondern auch sehr junge und einigermaßen fit wirkende Menschen können zur Risikogruppe gehören. Darüber habe ich gesprochen mit Jan Kampmann vom Hashtag Risikogruppe. Das Video findet ihr dort und hier gibt es die Funk-Playlist. Da werden täglich neue Videos reingehauen aus dem Funk-Kosmos, damit es keine Langeweile gibt und wir es alle gut überstehen. Bis bald, bleibt gesund.